Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Aerial Hoop Tutorial hier bei Crazy Sports Augsburg mit mir, Nadine Rebel. Heute möchte ich euch die Delilah on top zeigen, also hier oben. Und ihr habt die kurze Pause bemerkt, die Delilah kennen wir schon von unten und heute wollen wir in die höhere Ebene. Wir gucken uns auch die Vergleiche an, damit wir wissen, was wir vom Wissen der unteren Ebene auf die obere Ebene übertragen können. Jetzt zeige ich sie euch erstmal. Ein bisschen weniger scary ist das Ganze natürlich, wenn wir es uns erstmal vom Boden aus anschauen. Wenn wir vom Boden aus die Delilah machen, haben wir beide Hände am Hub und hängen ein Bein ein. Entweder das rechte oder das linke. Das sieht folgendermaßen aus. Wir kommen hoch, hängen ein Bein ein, lassen das andere fallen, schieben das Brustbein nach oben und hängen in dieser Figur. Das ist eigentlich schon unsere Delilah. On top ist jetzt die Schwierigkeit, das Bein, was eingehängt ist, oben wirklich richtig schön einzuhängen. Es darf nicht zu weit in der Mitte des Hubs sein, sonst rutscht ihr raus und ihr müsst richtig schön oben klemmen. Zu schnell drehen will ich mich nicht. Ich habe auch Respekt vor der Figur. Ich drehe, ich sitze. Jetzt kann ich erstmal durchschlafen. Jetzt brauche ich ja meine seitliche Position wie unten am Boden. Wenn ich jetzt hier beide Arme nach oben nehme, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, sich hochzuziehen und nicht zu wackeln. Deswegen nehmen wir für den Anfang alles zur Hilfe, was wir zur Hilfe nehmen können, an Grippunkten. Das heißt, dass wir erstmal unsere Füße mit nutzen und fast schon wie in einem beginnenden Man in the Moon sind. Jetzt möchte ich gerne mein rechtes Bein einhängen und mein linkes fallen lassen. Schmarrn. Das linke Bein einhängen, das rechte fallen lassen. Das heißt, meine Kniekehle des linken Beins muss da oben hin. Jetzt merkt ihr schon, ihr könnt es entweder über den Shoulder Lift machen. Das ist aber für viele relativ schwer. Dementsprechend könnt ihr euch ein bisschen hochschieben. Ihr wandert mit den Füßen nach oben, drückt euch mit der unteren Hand weg und bringt das Bein richtig schön hier nach oben. Jetzt bringt ihr das zweite Bein mit dem Fußrücken hinten hin und lasst den Oberkörper sinken. Und nehmt die Hand hier mit nach vorne. Das ist unsere unsere Delilah on top. Erst die hintere Hand lösen, langsam den Po sinken lassen, zur sicheren Seite wieder rein, zum Sitzen oder in eine andere Figur eurer Wahl kommen. Und natürlich auch hier immer beide Seiten üben. Prinzipiell ist es egal, welches Bein ihr einhängt, aber natürlich solltet ihr beide Seiten üben. So, wir hatten vorhin das linke Bein eingehängt, die linke Nackenseite dran und die linke Hand oben. Jetzt wollen wir alles auf der anderen Seite machen. Das heißt, wir kommen zum Sitzen. Ich drehe mich auf meine Seite rüber und ich weiß, okay, jetzt rechts, rechts, rechts. Ich setze mich also nach hinten, nehme die rechte Nackenseite hier hin. Die rechte Hand ist oben und greift im Spanish Grip. Und das rechte Bein kommt von außen über den Hub. Ich arbeite mich nach oben vor. Bring mein Bein hier rein, schieb das andere nach hinten, drücke mich auf und kann die untere Hand auch lösen. Das ist die Delilah on top. Ich bringe die Hand wieder zurück, ich ziehe den Bauchnabel ein, so löse ich mich langsam und kontrolliert, komme hier nach unten und bin schon in der schönen Ausgangsposition für beispielsweise die Inside Mermaid und könnte von hier aus dann auch in den Flyer oder in die Delilah zurückgehen
und kann mich so langsam von oben nach unten arbeiten. Arbeitet Stück für Stück. Wenn ihr die Figur oben neu macht, hängt den Hub etwas niedriger. Das ist auch für eure Hilfestellung wesentlich einfacher, euch zu sichern, weil da oben kommt ihr nicht hin. Und übt ruhig nochmal die Delilah, auch wenn ihr die schon gut könnt, damit ihr einfach die Dinge, die bei der Delilah wichtig sind, auf die Figur Delilah on top übertragen könnt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!